Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Und hier ist der Christian, ich bin der Sascha. Und wir haben heute den 24. März. Und am 24. März hat wer Geburtstag? Nena. Nena hat Geburtstag. Nena. Ja. Hier noch schönes Bild. Frisch. Mit den, ja. Ja. 99 Luftballons hat sie nur geträumt und. Ja. Ach, was weiß ich. Der Star der neuen deutschen Welle. Ja, alles, alles irgendwie. Also, Nena, Nena hat ganz schön viele Hits gehabt, ne? Richtig, ja. Wann ist sie geboren? Die Nena, muss ich kurz ablesen, ist geboren 1960. Oh, ja, ich war ein bisschen älter. Aber, also, die ist auch später, fand ich die noch lecker. Schnuggelig? Ja, schnuggelig. Ja. Naja, gut. Wer richtig schnuggelig war, war ja die Halle Berry. Die Halle Berry hat am 24. März 2002 hat sie als erste schwarze Schauspielerin einen Oscar erhalten. Für Boys Don't Cry. Für Boys Don't Cry. Und da versucht sie gerade den Gruß von Mr. Spock, schafft's aber nicht ganz. Nee, hatte den falschen Finger. Falschen Finger abgespreizt. Das geht ja so, ne? So, kannst du das auch mit beiden Händen? Ja, du bist mehr so der Halle Berry-Typ. Ja. Ja. Und was war noch am 24. März? Weiß nicht. Nein, am 24. März die erste Frauenolympiade der Geschichte in Monte Carlo. In Monte Carlo? Wieso Frauenolympiade eigentlich? Es gab bis dann keine, die IOC hat das nicht forciert oder es gab keine Frauenolympiade. Dann hat man diese Frauenwettkämpfe in Monte Carlo als quasi eine Art Protestveranstaltung etabliert. Teilnehmer aus Teilnehmerinnen natürlich aus Großbritannien, USA, Schweiz und Frankreich. Deutschland durfte da damals nicht mitmachen. Nee. Ja. 1921, also bitte. Aber man hatte dann parallel deutsche Meisterschaften der Frauen. Ach so. Erstmal. Ja. Okay. Aber wie gesagt, 24. März 1921. Das war alles am 24. März und jetzt könnt ihr dieses Wissen nehmen und könnt es raus in die Welt tragen. Wir haben euch nur so einen kleinen Schubs gegeben, ne? Richtig. Ja. Ich würde sagen, Cheerio, Miss Sophie, wir sehen uns morgen. Geht raus.